Do you remember this test? The statue holds the lever tight, and you have to find the release. Okay. Ich schätze mal, beim Test waren ursprünglich keine Waffen mit Schusswaffen dabei, oder? Machen wir doch erstmal das Licht kaputt. Scheint ja auch niemanden weiter zu stören. Ich schätze mal, das hier ist noch nicht der Auslöser. War zu erwarten, dass das Stacheln sind, die da aus dem Boden kommen. Gut, wir schauen mal ganz kurz. Da drüben haben wir einfach nur einen Weg, um da hochzukommen. Brauche ich den denn überhaupt, ist die Frage. Was bewege ich denn damit? Ah, okay. Jetzt könnte ich ihn theoretisch anleuchten. Was habe ich denn davon? Achso, wahrscheinlich muss ich hier die Licht- und Schattenspiele wieder richtig stellen. Bleiben wir doch einfach mal unten dran. Okay. Schnell wieder unten dran. Richten wir das kurz aus. So, jetzt müssen wir bloß noch theoretischerweise den Schalter dafür finden. Oder Hebel oder was auch immer. So, Kollege. Dir werde ich mal kurz das Licht ausknipsen und nach oben entfleuchen. Sobald du wieder den Rückweg nach links antrittst. Na komm schon. Oh, das war knapp. Oh, das hat sich gleich alle bemerkt. Okay, alles gut. Alles gut. Ich hoffe, du guckst nicht bei mir hier unten rein. Nee, das stellt sich anders, okay. So ist in Ordnung, so dürfte mich auf keinen Fall sehen eigentlich. Ich bleib lieber mal mit dem Kopf hier unten drin. Dann kann er machen, was er will. Was denn jetzt? Achso, ich dachte, er hat noch irgendwas gesehen. So, dann werde ich einfach mal hier den Hebel, den Schalter aktivieren. Nun, also ein Auge leuchtet schon mal. Das ist doch schon mal was. Gut, vermutlich ist auf der anderen Seite nochmal dasselbe Spielchen. Müssen wir die Dingens da, die Lampe nur noch so stellen, dass er auch richtig ausgerichtet ist. So, ich gehe aber sicherheitshalber wieder den Weg hier unten lang. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Ganz einfach, weil, also wenn ich drankomme zumindest. Jetzt. Ganz einfach, weil ich mit dem Wachmann dann nicht so sehr aufpassen muss. Erstmal die Tür zu. So, jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Na gut. Ach so, immer im Gegenlicht. Alles klar. Das macht Sinn. Dann muss ich das hier drüben aber auch nochmal anders stellen. Ah, hahaha, ihr Schweine. Ich erkenne das Problem. Wenn wir das Licht hier runterstellen, dann machen wir uns natürlich selbst sichtbar. So, dann stellen wir das mal nach da drüben. Jetzt müsste es eigentlich passen, würde ich denken. Okay. Ich lasse die andere Lampe erstmal so, wie sie ist. Der steht mit dem Rücken zu mir. Die Frage ist, steht er immer mit dem Rücken zu mir? Das müssen wir gleich noch rausfinden. Ich will bloß mit dem Sniper kein Risiko eingehen. Es sieht bald so aus, ne? Als ob der immer so bleibt. An die Decke will er nicht. Das ist ärgerlich. Was mache ich denn da? Was mache ich da? Was mache ich da? Das ist ungünstig. Ich meine, ich könnte natürlich das Licht ausknipsen, aber das ist schon ein bisschen gefährlich da an der Stelle. Ah, nee, das schaffst du nicht. Das geht nicht. Ärgerlich. Okay, ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen, das Ganze.
Da oben ist dieser Durchgang. Hier unten gibt es einen Gong. Vielleicht kann der mir helfen. Für den da. Wobei man sich da schon ziemlich beeilen muss, muss ich feststellen, ne? So, erstmal wieder das Licht aus. So, und dann stelle ich jetzt erstmal die Lampen richtig ein. Na komm, geh oben dran. Na, wirst du wohl. Okay. Falsch. Oh, die ist schon an jetzt. Das ist aber nett. Es gab also so einen Zwischenspeicherpunkt an der Stelle. Das ist sehr freundlich von euch. Also, die ist auch an? Was ist denn hier los? Wann ist die denn angegangen? Ihr seht mich verwundert. Aber es scheint ja zu funktionieren. Oh nein. Stalker. This is part of the test too. The doors will open on their own after a few moments. Just hold on. Oh nein. Na klasse. Ich knipse das mal die Lampen hier drüben aus. Da muss ich erstmal auf jeden Fall nur warten, bis die Abriegelung weg ist und dann muss ich schauen, wie ich mich rausschleichen kann aus dem Ding hier. Ich hoffe mal, die gehen nicht durch die... Get out of there. Nee, die gehen nicht durch die Schächte, ne? Nein. Wow. Das war... Doch, sie kommen durch die Schächte. Verdammt. Ist mir jetzt egal. Scheiß auf den Alarm. Damit lebe ich jetzt, ganz ehrlich. Ist mir egal. Ist mir echt egal. Einfach nur weg hier. Alles gut. Okay. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Die Stalker können uns mal am Arsch lecken. Huh. Hi there. Na, alles fit. Wie habe ich denn den Foren ausgeschaltet? Weiß das noch jemand? Okay, das war sinnlos. Aber ich schätze mal, indem ich die Lampe kaputt mache und dann mich gleich wieder verkrieche, sollte es eigentlich gehen. Schaffst du es noch, mich zu töten heute? Oder muss ich nachhelfen? Danke. Ach ja, ich sehe schon, da war der Gong. Da war der Gong. Ja, da war doch was. Oh, das war nicht, was ich wollte. Der Typ kriegt es aber auch nicht hin, dann wieder unten ins Versteck reinzugehen, ne? Da haben wir wieder das Problem mit der ungenauen Steuerung. Es sind halt einfach zu viele Sachen, die auf den gleichen Tasten liegen, finde ich. Na, ah, du bist... Der will nicht unten reingehen. Mensch, Junge. Erst im zweiten Versuch wieder. Dann machen wir das anders. Oder versuchen wir es irgendwie anders. Treffe ich denn den Gong von hier aus? Ja, in der Tat, das tue ich. Okay, jetzt hat er natürlich wieder die andere Ablenkung. Könnte aber trotzdem klappen, wenn ich nur schnell genug mich verziehe. Oh, sehr gut. Ich meine, mit Alarm muss ich jetzt eigentlich sowieso mir keine Sorgen mehr machen. Ich bin ja einmal von dem Stalker gesehen worden, von daher ist das mit dem kein Alarm sowieso schon im Arsch. Komm, machen wir mal hier zu. Da ist die Ordnung wieder hergestellt. Falsche Taste gedrückt. Da steht schon groß und fett Space da und ich drücke trotzdem noch die falsche Taste. So, wie müssen wir denn weiter? Einfach nur nach vorn? In Ordnung. Now nothing stands between us and Azai. Außerhalb des Gartens. Nun denn. Azai, mein Freund, ich komme. Mach dich bereit zu sterben. Es wird Zeit. Welcome home. Okay, die Rückkehr ist abgeschlossen. Das nächste Mal getötet habe ich ja auch. Oh, in dem Level war ich ja richtig böse diesmal. Da habe ich es ja noch nicht mal geschafft, die Punktzahl-Siegel alle zu kriegen. Traurig, traurig.
Aber gut, was soll's. Ich brauche die Punkte ja eigentlich eh nicht mehr. Von daher, was soll's. Ich glaube, hier kommt man mit dem anderen Kostüm wahrscheinlich weitaus besser, mit dem Pfad der Abgeklärtheit. Oder Pfad der Tätowierung. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Jedenfalls das mit dem Teleport. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier da weitaus besser kommt. Ich wollte aber gerne den Pfad der Stille wieder nehmen, einfach. Na gut, dann geht's jetzt los. Ich glaube, jetzt sind wir beim finalen Level angekommen. Wir müssen Azai töten. Ich bin gespannt, wie dieser Kampf läuft. Auf geht's. Put down your sword. I am not your enemy. You risked our lives and our clan, all to hide your failure. Who are you listening to? Have the hallucinations grown so strong? The voice you hear is temptation. It is trying to trick you, to turn you against us, to lead you into madness. You must not let it. I've never lied to you. You swore an oath to save the clan. Sacrifice yourself. Reclaim your honor, and you will give us a chance to survive. The clan gave up its honor, its guts, and its pride. It's not worth saving. I will leave you to make your decision. Take our ancestral blade from its shrine, and come when you are ready. Oha, ist Aura etwa gar nicht real? Ich sehe schon, wir sind komplett in der... Kann ich hier verschwinden? Nee. Wir sind komplett vom Wahnsinn mittlerweile umfangen. Ich finde die Spinnenzeichnung lustig hier mit drin. Na, das kann ja was werden. Ein Mondscheingarten, da ist das Level. Okay. Oh, Kampf vor Publikum. Na, da bin ich ja mal gespannt. The clan bows its head in shame. As it should. After we kill Azai, we must cleanse the rest of the clan. None of them have any honor. Was verstehst du unter reinigen? They called him Azai the Measured, but Azai the Fallen will be his legacy. Ich bin bereit zu kämpfen. This is the shrine of our ancestors. I wish we could hear their advice. When you finally face Azai, don't let me down. He needs to pay for what he has done. Gab es Aura denn jemals? Ist die Frage. Ich weiß es nicht. Let me tell you the story of the Ink. Cooler Stilwechsel. Glaubt ihr ja, Aura. Die Frage ist, wie real bist du? Kann auch sein, dass du bloß die Verkörperung der Tinte bist. I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Look around. The flowers have been dead a year. Maybe more. You picked the wrong guys to rob, Sensei. Is he gone? They say he's been riding him, but never seen anyone live after finding out. Uns hat der Wahnsinn schon geholt. You and I, we've always been together. Komm mal sei.
müssen uns entscheiden, oder? Die Frage ist, müssen wir jetzt denjenigen töten, den wir als unrechtmäßig empfinden, oder müssen wir zu demjenigen gehen, den wir unterstützen wollen? Ich bleib bei Aura. Und deswegen werde ich Azai töten. Oh ja. Das, meine Freunde, war Mark of the Ninja und es hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ein richtig cooles Spiel, also gerade auch was die Freiheiten angeht, dass man selbst entscheiden kann, will man sich durchmetzeln oder macht man es eher auf die Sneaky-Tour. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen, dass man nicht gezwungen wird, einen bestimmten Weg zu gehen. Und dass man teilweise, wenn man sich für eine Richtung entschieden hat, eben auch damit leben muss, dass es an manchen Stellen richtig schwer wird, wenn man das konsequent durchzieht. Ich muss ja zugeben, auf dem Weg zum Dojo jetzt am Ende habe ich es ja dann auch nicht mehr ganz konsequent durchgezogen. Die Tode von den beiden Stalkern waren mir ja dann auch ziemlich Rille gewesen, muss ich zugeben. Ansonsten ist es teilweise sehr schwer, wenn man sich einen Weg ausgesucht hat, den dann durchzuziehen, aber es geht. Meistens. Ja, ich muss sagen, hat mir echt viel Spaß gemacht und wir schauen uns auch noch, würde ich sagen, das andere Ende an. Weiß nicht, ob da irgendein großer Unterschied jetzt ist. Ich glaube, jetzt haben wir das Ende genommen, das den Untergang des Clans herbeigeführt hat. Meine Entscheidung dabei hatte nichts damit zu tun, jetzt eigentlich, ob ich Aura unterstütze oder glaube, dass sie real ist oder so oder nicht, sondern es ging eigentlich vielmehr darum, dass Azai uns einfach beschissen hat und im Prinzip den Clan komplett korrumpiert hat mit diesen Waffen, weil er der Meinung ist, dass der Clan keine Zukunft mehr hat. Nur deshalb, weil die Tinte nicht mehr existiert. Das ist auch bescheuert eigentlich. Es geht auch ohne die Tinte. Und also meiner Meinung nach, die Frage ist, wie könnte es dann weitergehen? Ne? Also man müsste jetzt eigentlich noch einen Epilog irgendwie sehen, ob der Ninja dann sich noch selbst richtet, was nur folgerichtig wäre. Nachdem der Clan jetzt quasi von seinem Übel gereinigt wurde, oder ob er halt bleibt und alles vernichtet, so wie Aura, die ja offenbar die Verkörperung des Wahnsinns aus der Tinte ist, es eigentlich angeregt hat. Das wäre natürlich ungünstig. Also so ein bisschen offen ist es bei dem Ende ja schon, weil wir haben jetzt im Prinzip nichts erfahren, außer dass wir Azai getötet haben. Ein bisschen wenig ist bei rumgekommen, aber ich glaube, man hat sich auch offen gehalten, einen Mark of the Ninja 2 rauszubringen. Und ich bin der Meinung, es auch irgendwie gelesen zu haben, dass es das geben soll. Weiß nicht, wie weit da die Entwicklung ist oder ob ich da auch nur Unsinn gelesen habe. Kann auch eine Ente gewesen sein, wer weiß. Auf jeden Fall hätte ich echt nichts dagegen, wenn da noch ein zweiter Teil rauskommen würde. Man könnte an der Steuerung ein bisschen was verändern, würde ich vorschlagen. Also es gab so ein paar Sachen, da war es einfach wahnsinnig ungenau. Vor allem, wenn man versucht hat, Bambuspfeile durch die Gitter durchzuwerfen. Das ging überhaupt nicht, das war schrecklich. Und auch so manchmal, dass mehrere Sachen quasi auf derselben Taste lagen, mehrere Belegungen, und es dann auf so ein Pixel ankam, ob man nah genug am Gitter stand oder nicht, damit man dann durchs Gitter gehüpft ist oder lauter solche Sachen. Da kann man vielleicht schon ein bisschen was dran drehen, dass das ein bisschen geschmeidiger läuft, das Ganze. Ansonsten aber, wie gesagt, gut storymäßig. War jetzt keine riesige Story, aber schon ganz nett gemacht. Und von dem Level-Design her ganz großartig. Das war ganz toll. Gerne mehr, gerne mehr. Also ich kann das Spiel nur empfehlen, holt euch Mark of the Ninja. Ihr habt gesehen, es gibt noch einiges frei zu spielen und noch einige andere Wege, die man dabei wählen kann. Mit Terrorisieren der Wachen und so weiter. Daher gibt es noch viel zu machen. Und wir schauen mal, ob es jetzt noch einen Epilog gibt. Ansonsten auf jeden Fall noch das andere Ende. Okay, kein Epilog mehr. Schade eigentlich.
New Game Plus. Du hast den neues Spiel Plus Modus freigeschaltet. Du kannst ein neues, noch anspruchsvolleres Spiel starten, aber mit all deiner Ausrüstung und allen Upgrades. Feinde werden tödlicher sein, Geräuschringe nicht angezeigt und du kannst mal wieder nicht den Text fertig lesen. Übrigens auch etwas, das man unbedingt mal verbessern sollte in diesem Spiel. Das war's für Mark of the Ninja und wir schauen uns auf jeden Fall noch das alternative Ende an. Wir sehen uns gleich bei der Entscheidung wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder am Punkt der Entscheidung. Und wir werden jetzt das tun, was mir irgendwie widerstrebt, weil sie war zwar ziemlich unnütz und wahrscheinlicherweise noch nicht mal real, aber trotzdem hat sie es irgendwie nicht verdient, ein Schwert in den Bauch gerammt zu kriegen. Schauen wir uns das Ende an, wenn wir Aura töten und damit den Regeln des Clans folgen, dass der Tätowierte sich quasi selbst richtet. Ich denke, darauf wird es dadurch hinauslaufen. Sodass wir den Clan in seiner jetzigen Form, wie er sei, ihn möchte, erhalten. Er hat uns angelogen, aber wir erhalten den Clan damit. Tut mir leid, Mädchen. Auch dieses Ende war nicht sehr lang, aber nachdem wir das jetzt gesehen haben, können wir sicher sein, Aura war nicht real und sie war nur die Verkörperung des Wahnsinns der Tinte. Und letztendlich war das wahrscheinlich die richtigere Entscheidung, nehme ich mal so an. Also je nachdem, wie man es sehen will. Wie gesagt, meine Entscheidung vorher war ja darauf begründet, dass Asai im Prinzip den Clan, so wie er existiert hat, aufgelöst hat. Und bei dem anderen Ende war ja auch offen, wie es dann weitergeht. Das war ja nicht so ganz klar. Hier ist es definitiv klar, bei diesem Ende, Asai existiert weiter und die Form, in die er die Ninjas jetzt gebracht hat, seinen Hisomu-Clan, ist eben etwas anders als die traditionelle, sagen wir es mal so, weil es die Tinte nicht mehr gibt. Na gut, was willst du machen? Mehr werden wir an der Stelle jetzt, glaube ich, nicht erfahren. Wie gesagt, wenn es einen Mark of the Ninja 2 geben sollte, dann werden wir sehen, ob es irgendwie überhaupt daran anknüpft. Es kann ja auch sein, dass es eine ganz neue Geschichte ist. Und wenn ja, an welches Ende es anknüpft dabei. Würde mich schon interessieren. Ich fände es zum Beispiel auch cool, wenn der wahnsinnige Ninja vielleicht der Antagonist des zweiten Teils wäre. Und dass jemand aus dem Clan, der momentan noch völlig gesichtslos ist, dann vielleicht der neue Hauptcharakter wird. Warum nicht? Könnte man durchaus machen. Auf jeden Fall an der Stelle, während jetzt die Credits zum zweiten Mal durchlaufen, möchte ich mich von euch verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaltet doch auch bei den anderen Projekten gern wieder mit ein. Wir sehen uns beim nächsten Spiel, das wir zusammen spielen. Bis dahin macht's gut, haut rein und bis bald.